Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein Video zum Thema Herbst Must-Haves. Diejenigen, die mich kennen, wissen ja einfach, dass ich den Herbst unglaublich doll liebe und gerade auch die Mode und die Kombinationsmöglichkeiten, die man dort machen kann. Fangen wir doch direkt mit dem ersten Piece an, und zwar geht es um Cowboy Boots. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich den Trend so abfeiere, aber ich finde den wirklich sehr stilvoll. Man kann ihn mit jeglicher Art kombinieren, sei es einer Jeans, einem Rock, einer Latzhose oder einem Kleid. Kombinationsmöglichkeiten sind wirklich sehr vielfältig. Ich habe hier klassische schwarze genommen, guter Qualität. Kombiniert habe ich sie mit einem Kleid. Das Kleid ist von der Marke Beeiling König. Wirklich unfassbar tolle Qualität. Und mein Blazer, wie kann es auch sein, ist natürlich von Arquette. Ich liebe Arquette, die haben einfach so tolle Blazer und überhaupt die Produkte halten wirklich Ewigkeiten. Generell habe ich mich hier für goldenen Schmuck entschieden. Ich trage momentan nur noch Gold. Und als Tasche habe ich die Gucci Horse mitgenommen. Ich finde, das unterstreicht nochmal diesen cowboyischen Look sehr gut und passt sich natürlich auch sehr gut dem Blazer und den Boots an. Den Look kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man mal in die Stadt geht, sich mit Freunden trifft zum Lunch oder auch wenn es abends ein wenig schicker sein soll. Zweite Piece sind Knit Sweaters oder Chunky Knits auch genannt. Ich kann nicht genug davon bekommen. Gerade jetzt, wenn es doch mal viel, viel kälter sein soll, schmeiße ich den mir gerne rüber. Auch am liebsten in Oversize. Der hier ist von der Marke Beeiling König. Auch wieder eine wunderbare Qualität. Er fühlt sich so, so gut auf der Haut an. Das Wichtigste für mich, er hält auch richtig, richtig gut warm. Kombiniert habe ich ihn mit einer casual eleganten Hose von Zara aus Stoff, noch eine leichte Bundfalte mit eingearbeitet hat, aber man kann auch die wirklich sehr gut casual tragen. Die Namensbezeichnung von dem Pulli lautet Granny, aber ich werde ihn euch auch noch mal in die Infobox verlinken. Den gibt es auch in einem gebrochenen Weiß und in Grau. Kombiniert habe ich dazu meine Vintage Chanel. Ich finde gerade dieser dunkle Braunton schmiegt sich sehr gut dem Beige-Weiß-Ton von dem Chunky Knit an. Ich liebe diese Kombination und habe mich dann unten trotzdem für was Dunkleres entschieden und daher schwarze Boots genommen. Das nächste Must-Have für mich persönlich sind einfach Loafer. Ich liebe diese Schuhe, gerade auch an wärmeren Tagen kann man dann auch ein wenig für mich zeigen, so wie ich das hier bei der Variante auch gemacht habe. Meine sind von Prada, die waren auch jetzt letztes Jahr total angesagt und dieses Jahr auch wieder. Also wenn ihr sie haben wollt, müsst ihr wirklich sehr schnell sein. Kombiniert habe ich sie mit einem weißen Shirt, Ripped Shirt von Another Stories, ein Gürtel von Another Stories mit einer Coco-Optik, derselben casual eleganten Hose von Zara. Hier habe ich mich wieder für die Hose entschieden, weil man dort einfach noch ein wenig Knöchel sieht und so natürlich auch ein bisschen mehr die Präsenz auf den Schuh lenkt. Dazu habe ich dann noch meinen Mantel von House of Dagmar. Letztes Jahr im Sale noch ergattert. Ich weiß, der ist ein bisschen teurer, aber der lohnt sich. Da der so zeitlos ist, kann man den 3 oder 4 Jahren ganz ohne Bedenken tragen. Und ich liebe ja auch einfach zeitlose Pieces, die man untereinander sehr gut kombinieren kann.
nächste Piece sind für mich Westen in jeglicher Farbe, Form und Material. Meine Weste hier ist schon ein wenig älter, von der Marke Second Female, aus Leder. Die Qualität ist atemberaubend und wenn man so ein bisschen mehr diesen rockigeren Look mag, dann ist die für einen perfekt. Ich persönlich liebe den total gerne. Ich trage ja auch super, super gerne Doc Martens. Und darunter habe ich auch wieder mein Ripped Shirt Long Sleeve von In Other Stories in Weiß. Dieselbe graue Hose, weil ich finde, der Kontrast zwischen dem Schwarz-Schwarz der Weste und dem Dunkelgrau ist super. Dazu habe ich dann noch meine Celine-Sonnenbrille, einen Oversize-Coat von Baum und Pferdgarten und meine absolute Lieblingstasche in Schwarz, die von der Marke Boy Boutique. Das nächste Piece, was ich auch immer wieder gerne im Herbst trage, sind einfach Sneaker in wirklich jeder Form und Farbe. Letztes Jahr waren ja diese ganzen Chunky-Sneaker total angesagt. Ich habe hier eine etwas femininere Variante, ebenfalls von der Marke New Balance. Die sind wirklich unfassbar bequem und lassen sich auch einfach zu jedem Look ziemlich gut kombinieren und machen einen Look noch mal ein bisschen mehr casual, gerade wenn man mal schnell irgendwie los muss zum Einkaufen. Sehen diese Schuhe trotzdem richtig gut aus, beziehungsweise der Look. Kombiniert habe ich dazu eine Hose von Arkad. Ich habe die extra hochgekrempelt, dass man den Schuh auch deutlich sieht. Den passenden Blazer dazu, meine Mini Judy von Bottega Veneta, einen Gucci-Gürtel, der aber nicht zu doll ist, sondern trotzdem noch sehr zurückhaltend. Ich finde diesen Look einfach nice und ich habe einfach ein richtig schöner All-Day-Look, sei es in der City, sei es man muss auf ein Meeting oder man muss zur Arbeit, finde ich diesen Look wirklich perfekt und ich liebe auch einfach diese Tasche. Das war's mit meinem Video und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.